Frage an Sie, wir haben halt diese Lenkgetriebe bestmöglich nachgestellt. Wir haben die Spiele ausgetrümmt, dass das Ventilspiel, also jetzt hast du mal grob nachgestellt an der oberen Schraube und haben halt ihr Getriebefließfett rein. Ja, das ist eine super Wahl. Ja, sag mal, in der Regel sind in die Lenkgetriebe immer Öle reingekommen. Ja. Öl, das dann schön rausläuft. Was dann letztendlich dazu führt, dass, wenn sie undicht ist, dass es komplett rausläuft. Und meistens bekommt man das auch nicht mit, dann läuft es trocken. Und in dem Fall kann man auf ein Getriebefließfett gehen. Das kann man machen. Also es ist Ja, praktisch die Mischung aus Fett und Öl. andersrum. Ein Getriebe oder ein Fett ist generell ein eingedicktes Öl. Okay, also Ja. eingedicktes Öl. Ein Fett ist ein eingedicktes Öl. Und zwar besteht ein Fett zum Beispiel aus 15% Verdicker und 85% Öl. Und jetzt kann ich natürlich unterschiedliche Verdicker einsetzen. Ja. Unterschiedliche Materialien. Sie müssen den Verdicker vorstellen wie ein Schwamm. Ja. Ein Schwamm. Habe ich jetzt, ich habe unterschiedliche Schwämme. Ich kann harte, weiche, unterschiedliche Materialien einsetzen. Ja. Man spricht hier von Verseifung. Also in dem Fall Lithium, Aluminium, Seifen als Beispiel, die meist die gängigsten. Aber auch letztendlich kann ich dann unterschiedliche Grundöle einsetzen. Das heißt, das Fett oder der Verdicker ist wie ein Schwamm, der Öl einsaugt. Und nicht der Schwamm schmiert, sondern das Öl schmiert. Ja? Okay. Jetzt kann ich mineralische, teilsynthetische, vollsynthetische Öle einsaugen. Ich kann Niedrigviskose bis Hochviskose einsaugen lassen. Kann die natürlich unterschiedlich additivieren und ich kann noch Festkörper dazugeben. Also Ja? praktisch Ihr Getriebe, Fließfett heißt es bei Ihnen, das ist praktisch die Eigenschaften wie das Öl, wie es der Hersteller damals gefordert hat, aber so verdickt, dass es nicht Zu rausläuft. unserem Getriebefließfett, wir setzen hier zum Beispiel ein Grundöl ein der Viskosität SA40. Ja, Okay. das ist im Verhältnis zu einem Getriebeöl nahe dem SA90, ja, Okay. und kann somit universal eingesetzt werden. Ja, das heißt, ich kann das Fließfett in langsam laufende Getriebe, was wir hier haben, ja, oder auch in schnell laufende Getriebe einsetzen. Bei einem Schnellläufer ist es so, zum Beispiel setzen wir das bei DKW ein, Motorräder. Ja. Dort haben wir in der Regel hohe Eingangsdrehzahlen im Getriebe und dieses Öl kann dafür eingesetzt werden, also dieses Grundöl, weil es in dem Fall noch niedrigviskos ist. Ja. Es gibt natürlich Fette, die haben wesentlich höhere Viskosität, die ich einsetze bei beispielsweise jetzt bei Lenkkopflager als Beispiel, wo ich langsame, wo ich gar keine Umdrehung habe, ja, wo ich nur gleitende Bewegungen habe. Und jetzt zurück zu dem Lenkgetriebe. Beim Lenkgetriebe können Sie vorausgehen, dass wir fast bei allen Lenkgetrieben im klassischen Fahrzeugbereich Öle einsetzen, in der Viskosität in etwa 90. Das heißt, die können hergehen, SA90 Getriebeöle oder wenn sie dann, jetzt Ja, kommt der entscheidende aber Punkt. doch das beim Wenn sie undicht sind, ja, was machen sie? Sie können kaum, bis sie das zerlegt haben, ausgebaut haben und eventuell abdichten, heißt es noch lange nicht, dass es dicht ist. Nee, Ja. das rein Das konstruktionstechnisch. bedeutet, in dem Fall könnte ich dann gleich mit dem Getriebefließfett reingehen und da haben Sie dann die Sicherheit, dass es auch dicht bleibt. Was heißt Dass es dicht? dicht bleibt. Dicht wird es nicht nie sein. Es wird vielleicht immer schwitzen, aber es wird nicht zum Totalverlust des Fettes kommen. Ja? Das heißt, Sie haben immer eine Schmierung und können sich darauf verlassen, dass es auch eine Schmierung, dass sie auch perfekt Und geschmiert wie wird. bringen Sie es rein? Durch Na gut, bei diese dünne die Einzelschlauch? Fließfette werden in Tuben geliefert. Die Tube hat eine sehr kleine Öffnung vorne mit 10 mm und dort können Sie einen Schlauch aufstecken und die Tube können Sie auch einpressen. Haben Sie Ja, so einen Schlauch? den können Sie überall kaufen, Ach so, kriegen Sie einen ganz normalen normalen PVC, einen 10er PVC-Schlauch. Okay, bei PVC-Schlauch. Ja. dem, um das zu verjüngen. Genau. Vielleicht noch Adapterdüsen, dass man da wirklich reinkommt. Und Richtig. wir würden es voll machen bis was Neibars. Nein, nicht ganz voll machen. Okay. Entweder nach Herstellervorschrift, sofern man das noch ermitteln kann. In der Regel werden solche Getriebe halb voll gemacht. Halb Also bis voll. zur Hälfte. Oder praktisch bis, je nachdem wie es verbaut ist, bis Oberkante der Eingangswelle. Okay. Ja. Aber da kann man ja prinzipiell nicht so viele Fehler machen, oder? Richtig, ja. Okay.
da haben wir es, bei dem haben wir es eben auch überholt, das Getriebe, und dann haben wir alle Getriebe, das fährt fett. nochmal dann gleich rein. Weil vielleicht wäre es auch dicht mit Öl, aber rein konstruktiv kann das man nicht Aber vorstellen. jetzt ist es dicht. Ja, wunderbar. Das will ich hören. Das sehen Sie. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Faszinierend ist auch, dass an den Fahrzeugen, also von der Hinterachse haben wir ja das SAE 90 drin. Fantastisch, dass da mal keine Getriebegeräusche haben. Ich vermute, das ist alles so konstruktiv, so massiv gebaut, dass das noch viele Jahrzehnte wunderbar laufen würde. Oder wird. Ja. Wird und wurde und weitergeht. Davon gehe ich aus, Herr Siegmund. Interessant, ja. Aber dann würden Sie da mal Öl wieder wechseln, schon mal als Kontrolle? Oder? Ja, auf jeden Fall würde ich es kontrollieren. Dass, ja, dass Öl, überhaupt Öl was drin ist dann, ja. Das machen wir jedes Jahr. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und es kommt jetzt auf die Fahrleistung drauf an, wenn Sie da jetzt mal mit dem Fahrzeug, ich weiß nicht, fahren Sie mit dem Fahrzeug 500 Kilometer im Jahr? Ja, schon mehr. Also schon 500 mehr. Kilometer fahren, das wäre nicht viel. Ja. Also wir versuchen schon, dass wir bei jedem Fahrzeug, sagen wir mal, die Grenze oder die, das Ziel ist schon die 3000 Kilometer im Jahr. Ja gut, dann bei so einer, wenn Sie jetzt 3000 Kilometer fahren, dann würde ich auf jeden Fall hergehen und das jährlich wechseln. Das Getriebeöl? Ja. Okay. Um auf die sichere Seite. Gerade beim Differential auf jeden Fall. Beim Differential haben wir sehr hohe Belastungen, auch sehr hohe Drehmomente. Beim wie täten Sie jetzt, wenn jetzt, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt? Riecht man das dann? Wenn na gut. Wenn ein, also wenn ich meine, wenn es schwarz ist, dann ist es eh schon passiert, sage ich. Sag mal, wenn das Getriebe schwarz ist, können Sie ausgehen, dass das Öl verbrannt ist. Das heißt, die haben Temperaturen in der Spitze dort erreicht von über den Abbrandpunkt des Öles. Also wenn das Öl verbrannt rauskommt, ja, dann müssen Sie es wechseln. Da müssen wir dann Hochgeschwindigkeitsfahrt machen. Also mit dem Fahrzeug, wenn Sie auf die 60 Meilen gehen, dann ist das schon in Ordnung. Aber wir gehen hier nicht auf 100 Meilen oder so. Ja, bei 100 Meilen wird das Fahren dann sportlich werden. Ja gut, da drin, 100 Meilen wird er nicht laufen. Auf jeden Fall ist das vom Geruch her irgendwas, dass ich sage, das stinkt? Oder das riecht jemand, verbrannt. Das es riecht verbrannt. Es riecht verbrannt? Ja. Okay. Haben wir da irgendwie eine Möglichkeit, dass wir da Probe machen? Das sehen Sie. Das sehen Sie? Das sehen Sie sofort. Ja, sehen oder riechen? Beides. Beides? Beides, weil das Öl nicht mehr goldgelb ist, sondern schwarz danach. Ja, und es riecht dann auch verbrannt. Ja. Okay. Ja. Aber der Geruch an sich? Verbrannt. Riecht verbrannt. Nach wie verbrannte Kohle. Okay. Ja. Und das täten Sie doch auch öfters wechseln. Ja, absolut. Aber warum ist es denn so, dass man heute... Also mit jedem Kollegen, wenn du redest, mit dem Oldtimer-Kollegen, oder ich kenne ja nicht, wir haben ja Youngtimer auch, oder ich habe ja natürlich viele Oldtimer-Kollegen, haben wir auch, kennen wir auch einige, aber Youngtimer-Kollegen, so, Differenziale, das muss man doch nicht wechseln, das steht ja Long Life drin, das brauchen wir ja nie wechseln. Ja. Ich sage dann immer, lasst es raus, schaut es euch an. Im Handbuch würden natürlich nur die Interessen des Fahrzeugherstellers stehen. Ja gut, 10 Jahre, dann habt ihr ja. Dann. Die Praxis zeigt was ganz was anderes. Das sehen Sie doch schon an modernen Fahrzeugen, dass nach 100.000 Kilometern die Differenziale zum Sinken beginnen. Also das heißt, wenn Sie jetzt dort ein Fahrzeug haben, was 70 Jahre älter ist, ja, und Sie dort ordentliche Motorleistung haben, ist es so, dass ich das auf jeden Fall jährlich kontrolliere. Und das ist halt die Frage, was für Menge geht da rein, die Invest, das zu wechseln, ist ja minimal, weil die Menge ja klein ist. Ja. Wie ich es heute schon gesagt habe. Ja. Der Ölwechsel ist die günstigste Reparatur. Richtig, ja. So ist es. Und somit haben Sie auch eine Kontrolle über das Geschehen im Getriebe. Das heißt, die sehen ja dann, wenn das schwarz rauskommt, dass da was passiert. Und dann müssen Sie sowieso gegenwirken. Und dann muss auch das Öl raus. Mhm. Ja. Also das schon auch. Würden Sie das sogar machen, dass man sagt, Man macht den Geruch, alles rauslassen, okay, aber man könnte ja auch schauen, dass man kommt ja durch diese Einfüllschraube rein und riechen und sagen, lass ich nicht oder so schon. Ja. Okay. Also eine reine optische Kontrolle können Sie jederzeit machen. Was auch noch.